Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Darksiders. Wir finden uns immer noch im Ascheland. In der letzten Folge hatten wir ziemliche Probleme damit, einen Riesenwurm zu überwinden. Und mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Das ist schon wieder so eine Riesenarena. Ich habe noch kein Dungeon-Item, ich habe keine Karte, kein gar nichts. Ist das gerade euer Ernst? Okay. Lass nichts von ihm übrig. Weg mit dir, weg, 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 weg. Ein Pferd. Ich habe ja jetzt mit vielem gerechnet hier als Gegner, ne? Aber nicht mit sowas. Natürlich nicht. Ich habe jetzt auch noch einmal Zorn-Dings übrig, also... Scheiße. Lass mich mal in Ruhe, alle Mann. Lass mich in Frieden. Das ist wie so ein Cricket-Spieler so ein bisschen, ne? Heißt die so Cricket? Heißt das so Cricket? Ich glaube schon. Dich schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Super geile Sache. Ich habe mit vielen Sachen gerechnet, aber nicht mit sowas. Oh Gott. Ich muss einmal schnell... Lass mich hier hin! Schnell, mach die Tür auf! Dankeschön. Das war jetzt auch bitter nötig. Ich sehe nicht viel. Kein Thema. Man muss ja auch nichts sehen, wenn man hier irgendwie kämpft oder so, um Gottes Willen. Wäre völlig überbewertet. Also, wer das erfunden hat, weiß auch nicht. Ich töte euch, ja, so sieht's aus. Wow. Ich fühle mich gerade wie in so einem Gladiatorenfilm. Hallo. Und ab dafür. Chaos. Schon. Ja, genau so fühle ich mich auch manchmal. Da hat man einfach Blähungen. Ist nicht schön. Jawohl, ja. Und zack. Mach ihn kaputt, Krieg. Hervorragend. Das war sehr gut. Ich will meine Chaosform zurückhaben. So. Ich glaube, es ist gerade ganz gut, dass ich nicht sehe, was um mich rum passiert. Ich sage, ich fühle mich wie in so einem alten Gladiatorenfilm.
Oh mein Gott. Du enttäuscht mich, Alter. Du siehst von hier oben ziemlich klein aus. Du kannst mir in die Augen sehen, wenn ich dich töte. Mal sehen, wie weit du kommst, Reiter. Mit nur zwei Beinen, die dich tragen. What? Fick dich. Geh weg. Krieg. What? Seht nur, wie er sich duckt. Ich werde diesen Sieg feiern. Wie ein Blatt im Wind. Oh, Alter, okay, also diese Attacken sind immer richtig beschissen. Alter Schwede, das war ganz und gar ungeil. Du wirst den Tod deines Kriegers sterben. Ja, geil. Okay, das ist nicht geil. Keine Chance. Ich habe auch versucht zu blocken, aber meistens habe ich irgendwie wohl mit in eine Richtung gedrückt, leider. Kann ich es irgendwie skippen? Doch, kann ich. Der ist echt ziemlich hart, der Typ. Lass mich. Alter, der macht aber auch Schaden. Das ist richtig pervers. So. Der Gegner ist richtig übertrieben stark. Nein, ich will einfach nur... Alter, ey. Wo ist er denn? Da ist er. Mit deiner Hand werde ich nicht fallen. Doch. Wirst du hoffentlich. Oh, da war ja noch einer Dings. Geschnetzelt ist. Wo ist die Tour? Und nun? Hä, wo kommt er denn jetzt schon wieder her? Was zum Teufel machst du? Das Ding hat den Verstand verloren. Töte es! Das reicht, sage ich. Erledige den Gaul. Ruin. Ich kämpfe nicht gegen dich. Du Narr! Ich befehle dir, diesem Klepper zu. Und wenn nicht, bringst du mich dann um.
Darauf lasse ich es ankommen. Seid ihr nicht gut unterhalten? Was? Krieg und Ruin sind wieder vereint. Während Krieg auf Ruin reitet, werden seine Schwertangriffe sehr mächtig. Was zum Fick? Wie geil ist das? Hallo, ich bin ein Jockey, ne? Alles geil, ich reite im Kreis und schrei dabei, weil ich geil bin, hey. Weißt du das schon auch? What the shizzle, mein Nizzle, wie geil. Ist das mein sogenanntes Dungeon-Item? Hallo, mach doch mal. Jetzt mal aufhören, mein Pferd hat dir nichts getan, ja? Okay, also die Steuerung ist noch ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ist geil. Kann ich jetzt wieder raus? Boah. Dass ihr wieder zusammen seid, treibt mir eine kleine Träne ins Auge. Können wir jetzt gehen? Halt die Fresse. Das schmutzige Vieh ist vielleicht deine einzige Hoffnung, den Stygian zu finden. Sei gefälligst nett. Oh, ist das schön. Lass mal umdrehen, bitte. Danke. Ruin. Ich habe Epona wiedergefunden. Ist das schön. What the fuck, Alter? Ich komme nicht auf mein Leben klar. Aber das macht ja nichts. Ist ja nicht so, dass das zum ersten Mal so wäre. What? Achso, ich muss jetzt hier quasi wieder raus, oder was? Ah, mein Pferdchen. Ich bin... In dem Moment. Pferdchen. Schnelle Bestellung stürmen. Drücken Sie RB zum Stürmen. Okay. Die Tür zu. Was soll das? Wie behindert. Muss ich lang? Hallo? Hier lang? Warte, warte, warte. Hast du das gesehen? Unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Ja, das habe ich mitbekommen. Was zum... Oh geil, ich habe schon wieder einen Bug. Das ist natürlich sehr geil. Flying Krieg Number 2. Ja, ich glaube aber... Laden... Müsste gerade gewesen sein. Ich hoffe es, ansonsten habe ich Pech gehabt. Ja. Also, mit den Bugs habe ich sie jetzt, ne? Im Spiel irgendwie ist schon witzig so ein bisschen. Ja, der hat was in seinem... Ja, ich weiß bloß nicht, wohin ich muss hier.
Warte mal, wo genau muss ich lang? Ich sehe mein Ziel hier nicht. Ach doch, da oben muss ich durch. Aber dazu muss ich wahrscheinlich erst das Vieh hier besiegen. Unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Ja, das habe ich gesehen. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, es jetzt auszuschalten. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das besiegen kann. Mann. Oh, dieser Wurm, der nervt mich. Und zwar richtig hart. Na? Ja, haben wir mitgekriegt. Hast du das gesehen? Unmittelbar bevor es dich erwischt hat, hat in seinem Maul etwas aufgeleuchtet. Ja, das ist mir aufgefallen. Oh, Alter, ich schaffe es nur nicht. Alter, hallo. Ruin, komm her. Dankeschön. Wie besiege ich das Ding denn? Ja, ich muss das da in der Mitte wahrscheinlich irgendwie angreifen, das, was es da im Maul hat. Schätze ich mal. Alter, das funzt aber nicht. Hä? Wie soll ich das denn angreifen, bitte? Hallo? Klappt nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich das will. Ich kann auch ruhig beschleunigen, ist kein Problem. Er kriegt mich trotzdem. Ich beschleunige die ganze Zeit und was bringt's mir? Nichts. Schön, wenn da was aufleuchtet, aber ich weiß halt trotzdem nicht, was ich damit machen muss. So. Ich muss ihn anschießen. Ich muss auf Ruins Rücken sitzen und muss dann quasi... Gut, jetzt wird's nichts, aber... Ich muss dann quasi Gnade nutzen, um den ganzen Spaß fertig zu machen. Alles klar. Okay. Naja, ich hoffe, dass das so klappt, aber er schien ja nicht so erfreut zu sein darüber.
Das ist, glaube ich, die einzige Idee, die ich jetzt hier so habe, gerade. So ein bisschen. Okay, es hat trotzdem nicht ganz gereicht. Queen. Danke. Es ist wirklich auch mit dieser Anzeige wie in Zelda, wie Epona. Also ich rede jetzt von Twilight Princess. Da ist es nämlich auch so. Da kann man auch irgendwie 2-3 Mal oder so beschleunigen. Sehr gut, Huin, machst du das super. Komm schon. Hervorragend. Ich will das jetzt nicht gedrückt halten, weil ich weiß mittlerweile, dass da was leuchtet in seinem Mund. Scheiße. Macht aber immer noch gar nichts. Queen. Please come back. Danke. Diese Szene hat was von Dantes Inferno. Da gibt es auch einen Boss, den man dann so ähnlich aufschlitzt. Glaube ich, war es ein Boss? Glaube ja. Danke, Ruin. Du hast mir so geholfen. Ja, nicht zum Aushalten, echt. Hervorragend. Gut gemacht. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf den Stygian. Er ist der größte und böseste von denen. Es ist mir scheißegal, Mann. Ich reite jetzt hier hin, weil ich's kann. So. Dankeschön. Das war echt geil. War ich hier schon mal? Sehr schön. Das ist gefährlich. Hier sind wahrscheinlich wieder so eine komischen Typen. Ich kann Ruin hier nicht nutzen. Schade. Das wäre sonst richtig geil gewesen. Einfach mal. Nö, 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 Hallo, könnte ich mal aufhören? Ich möchte gerne meine Chaosform wieder haben. Okay, das ist gerade hervorragend. Das ist super. Das nutzen wir doch direkt mal. Das kitzelt die nur so ein bisschen, irgendwie habe ich so das Gefühl. Ihr sterbt jetzt allesamt. Das finde ich auch cool, dass dieses Roar noch mit übersetzen. Ich wüsste sonst auch nicht, was das bedeutet auf Deutsch. Super. War super gut auf jeden Fall. Zack. Ja, okay, das war jetzt scheiße. Super, komm schon.
Hier sind einige, die wir finishen könnten. Ist das eine Geldtruhe? Die hole ich mir auch gleich noch, aber erstmal muss ich mich hier durch die Gegner schnetzeln, die irgendwie Bock haben, mir die ganze Zeit vollkommen unberechtigt auf den Sack zu gehen. Gib. Also war Ruin schon immer sein Pferd? Na gut. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das wirklich so ist, weil... Immerhin ist... Oh, da oben ist noch was. Könnte jetzt natürlich... Ich möchte aber den hier oben erstmal machen. Interessiert ihn das so gar nicht? Kommst du mal runter, bitte? Er soll mal runterkommen, der Sack. Hallo. Na. Stirb du mal lieber. Hm. Hat irgendwie wohl keinen Bock zum Runterkommen. Sehr schade eigentlich. Das könnte ich dich auch fragen. Oh, da steht ja noch einer. Fertig. Und zurück. Gut, war es das jetzt? Immer noch nicht. Ich fände es ganz nice, wenn das jetzt endlich mal alles wäre. Könnte ich dich auch fragen. Da oben steht wohl noch jemand. Gut, sehr schön. So, hätten wir es jetzt, bitte. Danke. Super. Kann ich mich hier festhalten? Na gut, macht nichts, wir tauchen. Ist es das, wo wir mal hergekommen sind? Jetzt müssen wir quasi wieder zurück, oder was? Haha, nein, aber da ist ein Artefakt. Soldatenartefakt? Jetzt. Und das andere ärgert mich immer noch, dass ich mir das noch nicht geholt habe. Hier hoch, 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 hoch. Was haben wir hier? Ist hier was Schönes irgendwo? Schönes relativ. Halte ich mal fest. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, sogar direkt. Offensichtlich schon. Und mein Zorn und Leiste fühlt sich wieder. Aber auch meine Chaosgestaltanzeige ist wieder so ein bisschen... am Wachsen, am Füllen.
Gleich müsste ich sie wieder voll haben, richtig? Das war's dann wieder. Yes. Ja, mein Chaosfresser hatte ja auch gerade erst wieder einen Stufenaufstieg, was ich sehr, sehr geil finde. Und grundsätzlich immer begrüße, wenn meine Waffen irgendwie geiler werden. Weil das heißt dann mehr Bums, mehr Aua, mehr Geilheit. Sieht auch schon wieder sehr nach Areal aus, das scheiße sein könnte. Na, sehen Sie. Nur der Tremor-Handschuh hatte, glaube ich, bis jetzt noch keinen Aufstieg, ne? Ja, ich meine, gut, den nutze ich auch zu selten. Aber die Sense könnte aber auch mal wieder einvertragen, finde ich. Mich wundert auch, dass ich hier immer noch nicht ansatzweise sowas wie eine Karte gefunden habe. Ist da vorne der Stygian? Ne, aber da ist Wulgrim. Was? Wieso ist hier Wulgrim? Wulgrim in einem Dungeon? Ich meine, ich find's geil. Artefakte tauschen erstmal. Danke. Und ich möchte mir Lebensessenz kaufen, bitte. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So, was nehmen wir jetzt? Schredder, Sturmgeschosse. Leeres Gefäß wäre vielleicht auch noch eine Idee. Machen wir das mal. Ausgezeichnete Wahl. Besessenheit. Ich nehme mal das. Du bist so weise, wie du mächtig bist. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch Geiles finden können. Also, das kann ich mir alles nicht leisten. Dämonenschneide. Harpunenangriff kann ich jetzt gerade nicht. Kreissäge. Teufelskreuz, Kraftschlag. Kreissäge, das nutze ich ja wieder schon relativ oft, ne? Nehmen wir mal das. Äußerst geschickt, mein Freund. Die Höllenklinge. Kraftschlag. Mich wundert wirklich, dass es hier eine Wulgrim-Position gibt. Aber es soll ja nicht zu meinen Ungunsten sein. Das sieht auch schon sehr stark nach Stygian aus. Aber wie steht's um meine Energie? Es geht so. Warum ist hier direkt vor einem Boss... Also das sieht so aus wie das, was ich da gesehen habe in dem... In der einen Vorschau da. Beim... Als ich das letzte Mal bei Samael war. Sei gegrüßt. Aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt traue, da schon hinzugehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr merkwürdiger Dungeon, wenn es denn ein Dungeon ist. Ich meine, es ist ein riesengroßes Gebiet. Das Ascheland, ja. Aber das scheint ja wirklich der Stygian zu sein. Ich bin echt gespannt drauf, aber den Stygian, wenn er das denn ist, aber ich denke mal schon, dass er das ist, den gehen wir in der nächsten Folge gemeinsam an, wenn ihr mögt, und bis dahin, tschüss.